In Fritzlar wurde heute Vormittag Europas modernste Sauerkrautfabrik eröffnet. Unter den Gästen waren Vertreter der nordhessischen Industrie und der Verwaltung. Wirtschaftsminister Albert Oswald besichtigte zusammen mit Landrat Franke vom Kreis Fritzlar-Homberg und Bürgermeister Geismar aus Fritzlar die neuen Produktionsstätten. Die Fabrik kann täglich 180 Tonnen Weißkraut verarbeiten und in über 80.000 Dosen konservieren. Das Werk bedeutet für den Kreis Fritzlar-Homberg eine wesentliche Verbesserung der Wirtschaftsstruktur. Neben 240 festbeschäftigten Arbeitnehmern wird das Werk in der Saison zusätzlich 100 bis 150 Hilfskräfte einstellen. Mit der Landwirtschaft im Kreis hat das Werk Anbauverträge abgeschlossen. Jährlich werden etwa 50 Hektar Weißkraut angebaut, dessen Abnahme durch diese Verträge gesichert ist. Damit kann die Fabrik ein Drittel ihres Bedarfs aus der einheimischen Erzeugung decken. Das Werk verfügt in seiner Branche über ein Höchstmaß an automatisierten Arbeitsgängen. Nur einige spezielle Arbeiten müssen noch mit der Hand ausgeführt werden. Das rationalisierte Arbeitstempo des neuen Werkes stellt in Nordhessen Maßstäbe auf, die für viele ältere Betriebe Vorbild sein könnten. Die Sauerkrautfabrik ist innerhalb des gesamten Unternehmens ein Zwergwerk. Mit seinem Bau in Fritzlar wurde im September 1962 begonnen. Eine Erweiterung ist für später vorgesehen. Die Eröffnung der Fabrik fällt mit einem Jubiläum zusammen. Vor 30 Jahren brachte die Firma erstmalig sterilisiertes Sauerkraut auf den Markt. Die deutschen Sauerkrauthersteller beobachten den EWG-Markt sehr aufmerksam. Denn sie beherrschen diesen Markt heute mit etwa 60% der Produktion. Es stimmt nicht, dass in Deutschland das meiste Sauerkraut gegessen wird. An der Spitze stehen die Niederlande mit 2,6 Kilo pro Kopf und Jahr, gefolgt von der Bundesrepublik mit 2,2 Kilo. In Belgien und Luxemburg wird pro Einwohner jährlich 1 Kilo Sauerkraut verzehrt. Die Ausbeute bei der Sauerkrautherstellung liegt bei etwa 50%. Das bedeutet, dass für eine Sauerkrautproduktion von 120.000 Tonnen pro Jahr die doppelte Menge Weißkraut eingeschnitten werden muss. Dafür müssen jedes Jahr in der Bundesrepublik 6.000 Hektar Weißkraut angebaut werden.